Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. In Ordnung. Bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Ach, es lief ja anscheinend doch alles glatt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. So schnell kann man Geld machen. Seht ihr, warum überhaupt irgendwie hier groß auf die Schule gehen, so einfach hier mal kurz Drogen verticken. Schaffen wir das Geld. Meine Herren, scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Das sind gar keine Bullen. Die Romjans! Oh Mann, das war so klar, dass es hier gleich wieder zu einer Schießerei kommt. Gut, hier ist anscheinend niemand mehr. Ist da noch einer? Oh Mann, 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 hier kommt ja gleich eine ganze Kavallerie. Hat hier zufällig jemand eine Waffe rumliegen? Du vielleicht? Nein? Komm weg da, Rito. Ja gut, dann. Steh nicht einfach so dann da, folge ich einfach mal Joey. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwann nochmal eine bessere Waffe. Weil mit einer Pistole. Oh, was geht hier ab? Hier können sich ja ruhig mal einer von den Gegnern zeigen. Sind das Feiglinge? Die trauen sich nicht mal aus ihrer Deckung raus. Die sollten sich aber was schämen. Oh. Vito, tritt die Tür ein. Ja, ich hab's eingetreten, keine Bange. Und er ist so naiv und merkt nicht mal, dass wir hier oben auf ihn warten. Wir lauern ja quasi. Ah, hier war doch irgendwas. Da. So, so muss es sein. Aus dem Hinterhalt haben wir ihn niedergemetzelt. Oh, oh verdammt. Na, da soll er sich... Genau. Und ich renne besser mal. Ah, wenn ich nur mal wüsste, wie ich renne, wäre es nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung mehr von der Steuerung. Renn. Renn, Vito. Renn, 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 renn. So. Jetzt komm her. Ne, also ganz ehrlich, wir haben halt nur eine Pistole. Das kann doch wohl nicht angehen. Ich muss hier runter und mir die guten Waffen holen. Sonst hab ich einfach keine Chance gegen die. Ich meine, die Trianen sind ja quasi Bestien, ja. Da komme ich doch nicht mit einer einfachen Pistole gegen die an. Springen, genau. So, da ist er. Wo ist er jetzt? Der war doch gerade noch hier. Wir schleichen uns mal langsam. So, gleich gar nicht, mein Freund. Oh, fuck. Lass mich doch. Na, klasse. Ganz große Show, wirklich. Perfekt. Oh Mann. Ja, das hätte eigentlich dürfen nicht passieren, aber. Okay.
Okay, Jungs, das naja, dann eben nochmal das Ganze unnatürlich. Sind wir nicht gerade viel weiter gekommen. Ich hab alles arrangiert. Meine Herren, ich tue die Zwischensequenz einfach mal skippen. Haben wir ja schon gesehen alles. Sicher die Rückseite, Vito. Okay, und jetzt ist der aber fällig. Da kommt noch mehr. So, das war aber gerade wirklich nicht. Also es war gerade relativ knapp. Lag vielleicht auch daran, dass ich nicht mehr wusste, wie man irgendwie hier zielt. Aber gut. Ich lasse es jetzt mal mit den Ausreden und stell mich meiner Unskilligkeit. Und wir machen das jetzt die ganze Prozedur etwas schneller. Rennen gleich hier runter. Ja. Da laufen jetzt ein paar Leute rein, ist in Ordnung. Wunderschön. Und jetzt werden wir die wieder aus dem Hinterhalt. Oh, erst in Deckung gehen. Und dann werden wir die jetzt wieder aus dem Hinterhalt hier. Zeigst du dich mal hier? Hä? Ich hab den doch gerade zweimal getroffen. Jetzt soll er aber, glaube ich, tot sein. Ja. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh, Vito, renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Oh, okay. Und vielleicht in Deckung gehen? Ja. Jetzt? Wo sind ja welche? Die sollten vielleicht nochmal schießen, damit ich auch weiß, wo genau ihre Position ist. Da ist einer, ja. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt warte ich, bis er hier vorkommt. Ach, jetzt ist da. Wunderbar, da ist irgendwie irgendeine Schaukel oder sonst was ist da dazwischen. Weshalb ich den jetzt nicht so. Ja, ihr seid ja lustig irgendwie. Da hat ein MG und ich eine Pistole und soll den auf die Entfernung treffen. Gut, scheint zu gehen. Ich sag nichts mehr. Und dann geht's jetzt weiter. Vor der rechten Seite hüte ich mich jetzt erstmal ein bisschen, weil da ist irgendwie ein Irrer mit einem MG. Und ja, dem möchte ich nicht so gern gegenübertreten. Oh fuck, oh fuck. Ach Mann. Na super. Ich hoffe, wir haben jetzt wenigstens mal einen guten Checkpoint erreicht und sind nicht wieder am Arsch der Welt. Aber ich denke, das werden wir jetzt gleich sehen. Und natürlich sind wir wieder am Arsch der Welt. Warum? Weil das Spiel keine guten Checkpoints hat. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Das ist weniger gut. Ja, könnt ihr bitte ein bisschen schneller laufen? Das wäre wirklich sehr hilfreich. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Tja, und nochmal. Und diesmal hoffentlich das letzte Mal. Oh, da war schön. Das war ein schöner Kopfschuss oder Nackenschuss, wie auch immer. Und wir rennen einfach mal. Gut gemacht. Aber es sind immer noch zu viele. Komm. Ja, ich weiß, dass es zu viele sind, Henry. Aber bleib, darf ich mal durch? Danke. Blockierte mir den Weg. Ich sterbe ja fast wegen dem. So. Ja, wir gehen jetzt auch runter. Und diesmal sterben wir zu 100% nicht. Auch wenn ich solche Versprechungen nicht mag, weil ich ganz genau weiß, dass ich sterben werde. Aber gut. Ja. Hallo. Du hast ja ein paar Kugeln in deinem Körper stecken. Wie kannst du denn noch so quietschfidel hier rumlaufen? Und der andere dürfte... Ja gut, der ist schon tot. Und move out. Move out. Renn um dein Leben, Vito. Renn, 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 renn. Ja, nicht stehen bleiben, einfach rennen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Deckung. Gut. Hier ist aber einer. Ja. Und natürlich ist er mal... Ach nein, kann ich sogar hier erwischen. Komm schon. Put, 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 put. Zeig dich. Ja, der ist tot. Sonst noch einer. Die haben alle genug von uns. Wir sind einfach zu gut für die. Ah ne, da ist einer. Hm. Oh, das war hier gerade taktisch aus seiner... Und ich schieße ihm in den Fuß und er fällt einfach um. Er kann gar nichts anderes. Ich meine, ich habe gerade seinen kleinen Zeh getroffen. Ja,
Wer stirbt daran nicht? Fuck. So, jetzt. Das war ein Kopfschuss. Das war eigentlich auch einer, aber anscheinend hat er irgendwie einen Kopf aus Stahl oder so. Keine Ahnung. Das war aber ein Kopfschuss. Tja, und dann gibt es hier Waffen. Und die haben wir auch bitter nötig. So, mein Freund, komm doch halt her. Komm doch her, wenn du dich traust. Tja, jetzt sind wir auch mal hier gewappnet mit all diesen schönen Waffen hier. Und dann ist das Ganze auch kein Problem mehr für uns. Hab ich nicht recht? Oh, da war aber gerade ein Feind. Ja, und da kommen immer mehr. Ich würde sagen, wir suchen taktische Deckung. Was wäre denn mit einem taktischen Rückzug? Was haltet ihr davon? Ja gut, wobei Cho ist da wahrscheinlich zu 100% dagegen. Der ist nicht so der Freund, der mal gerne einen Rückzieher macht, aber ich schon. Tja, und ich würde an der Stelle nie wieder den Kopf einfach so ausstrecken. Das kann nämlich böse enden. Und ich würde an deiner Stelle auch nicht ohne Deckung hier rumstehen. Oh, und wir haben keine Munition mehr. Und hier sind überall Feinde. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, hallo, da ist noch einer drin. Jetzt aber. Der dürfte tot sein. Ne, der ist immer noch nicht tot. Joey, könntest du dich bitte mal um den Typ hier kümmern? Oh, wir haben... Zeig dich. Komm, zeig dich. Put, 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 put. Ey, das darf wohl nicht angehen. Oh nein, oh nein, oh nein. So. Ha. Wie gefällt dir das? Ja, also dem haben wir es aber hier mal richtig gezeigt. Was glaubt denn der, wer er ist? Dann haben wir irgendwie hier gerade eine Waffe bekommen oder so. Wir lernen erstmal alles nach. Und ja. Hier haben wir noch Munition. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir hier rauskommen. Ich meine, das ist alles voll mit Feinden. Da ist doch einer. Joey, keine Angst, ich gebe dir Rückendeckung. Presch nach vorne. Da ist aber einer. Ich sehe deinen großen Zeh diesmal. Jetzt aber. Naja, wenn er es unbedingt so haben will, dann komme ich zu ihm. Ich werde dich besuchen kommen, mein Freund. Wie gefällt dir das? Hä, wo ist denn noch einer? Da war der erste und der nächste. So. Das war's jetzt aber. Jungs, wisst ihr was? Wir hauen jetzt ab, würde ich mal sagen. Unser Job ist erfüllt. Und zwar mehr als sonst was. Alle einsteigen. So, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.